jetzt, Frostmoon. Ah, endlich. Und da ist unser Eisgeist schon wieder weg. Und unser letzter Ghoul stirbt gerade. Oh, der ist mir jetzt auch schon egal. Ich habe 2 Monstrositäten und 3 Gruftbestien. Da brauche ich keine kleinen Ghoule mehr. Zumindest nicht mehr so unbedingt. Also sie sind immer noch brauchbar und so. Endlose Pein wird euch erwarten. Das ist schon besser. Schauen wir mal, ob wir in den Käfigen was Tolles finden. Frostmoon hat Hunger. Ghoul. Noch ein Ghoul. Endlich. Schafe. Irgendwie mag ich es, Schafe zu töten. Was ist das? Ich weiß nicht mal warum. Vorsicht. Das ist schon besser. Frostmoon hat Hunger. Ich will doch nicht den Baum angreifen hier. Ich weiß ja, dass Baum eine Universalantwort auf alles ist, aber... Das ist schon besser. Übertreiben muss man es auch nicht. Jetzt werdet ihr leiden. Ach, da mal gleich ein Foliant der Kraft hier. Hui, ich habe hier aber wieder ein paar Frame-Einbrüche. Hoffentlich legt sich das jetzt gleich wieder. Hui, jetzt wird's aber massiv hier. Ah, hat sich beruhigt. Und da haben wir nochmal eine Rune des Geistes. Bin kein großer Freund von Belagerungswaffen. Vor allem nicht, wenn sie schon so angeschlagen ist. Auch wenn sie sich über die unheilige Aura von Arthas regeneriert. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Na, dann schauen wir mal, was hinter dem Tor ist. Allzu weit kann es nicht mehr sein, denn wenn man die Karte hier betrachtet, ist hier nicht mehr so viel übrig. Oh Gott, jetzt habe ich ja viel zu viele Einheiten hier wieder. Was ist das diesmal? Endlich. Hauptsächlich aber Skelettkrieger und Skelettmagier. Oh, und das sind sogar Dämonen jetzt schon. Sind leider auch immun gegen Todesmantel. Auch wenn sie keine Untoten sind, sondern Dämonen. Was ist das diesmal? Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden. So, was haben wir hier drin? Die rastlosen Toten warten. Ich kann hier links oder rechts rumgehen, aber ich gehe hier eigentlich immer in die Richtung. So, Totenbeschwörer haben wieder Mana, jetzt beschwören sie wieder für wie verrückt. Was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlose Pein wird euch erwarten. Eine Mana-Rolle brauche ich jetzt nicht. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da haben wir noch mal eine Rune der Heilung, die werde ich auch gleich nochmal aktivieren. Dummkopf. Haben wir ein paar leicht beschädigte Einheiten. Frostmoon hat Hunger. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ja, nehmen hier von allen Skeletten, ich habe das einzige, das gerade wieder am Abkratzen ist.
kommen die Einheiten hier eigentlich her? Und die von hinten kommen hier. Hoffentlich taugt das was. Was ist das diesmal? Da ist noch mehr Kisten. Ist aber auch nichts drin. So, der Eisgeist ist auch wieder weg. Die rastlosen Toten warten. Was ist des Schattens? Ah, da. Das ist unser Endgegner hier. Wenn der weg ist, haben wir gewonnen. Können wir den verkrüppeln? Sehr schön. Dann geben wir dem Arthas nochmal eine Raserei. So, schauen wir mal, ob wir das machen können. Jawohl. Was ist des Schattens Begehr? Sprecht, Dummkopf. Jetzt werdet ihr leiden. Frostmourne hat Hunger. Hier gibt's glaube ich nur noch ein paar Runen, oder? Für den Lichtkönig. Jetzt, Frostmourne. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Endlich. Ja. Zum Thema Auferstehung, ich habe gerade Totenbeleben reingehauen. Ja. Vorsicht. Aber da haben wir es auch schon geschafft. Hauptquest abgeschlossen, des Königs Ausgang. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen rasch den Weg hinausfinden. Seid bedankt, Ladies. Doch wo ist eure Herrin? Wo ist Sylvanas? Sie schickte uns, euch zu suchen, großer König. Wir sind hier, um euch über den Fluss zu geleiten. Auf der anderen Seite suchen wir Schutz in der Wildnis. Ah, Sylvanas Banshees ist eigentlich irgendwie so eine Art Unheilsboden. Die sind uns jetzt eigentlich feindlich gesinnt. Wenn das mal keine Falle ist. Interludium, Sylvanas Abschied. Kurze Zeit später machen König Arthas und seine Banshee-Eskorte in den Tieresfallmooren Halt, um wieder zu Kräften zu kommen. Kel'Thuzas finden, bevor wir... Ihr seid getäuscht worden. Kommt sofort an meine Seite. Gehorcht! Was geht hier vor? Sylvanas. Ihr seid mir in die Falle gegangen, Arthas. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Verräterin! Was habt ihr mit mir gemacht? Das ist ein spezieller Giftfall nur für euch. Die Linie, die ihr gerade verspürt, ist nur ein Bruchteil der Qualen, die ihr mir zugefügt habt. Dann macht ein Ende. Ein schneller Tod, wie ihr ihn mir gewährt habt? Nein, ihr werdet so leiden wie ich. Und dank meines Feindes könnt ihr nicht fliehen. Schöne Grüße an die Hölle. Zurück, ihr hirnlosen Kreaturen. Heute werdet ihr nicht fallen, mein König. Es ist noch nicht vorbei, Arthas. Ich werde euch immer jagen. Die Wirkung des Pfeils lässt mit der Zeit nach. Alle Vorkehrungen für eure Reise nach Northrend wurden getroffen. Ihr seid ein treuer Freund gewesen, Kel'Thuzad. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Oder ob wir je zurückkehren. Aber ihr sollt über dieses Land wachen. Sorgt dafür, dass mein Erbe fortbesteht.
Das werde ich, König Arthas. Das werde ich. Ist ja nochmal gut gegangen. Kapitel 3. Die dunkle Lady. Zwei Tage später denkt Sylvanas in ihrem Stützpunkt in den neu gegründeten Pestländern über ihre neu gefundene Freiheit und ihre Zukunft als eine der verfluchten Untoten nach. Ihr wirkt bedrückt, Herrin. Seid ihr es nicht, Schwester? Vor Tagen noch waren wir Sklaven des Lichtkönigs. Wir richteten in seinem Namen Gemetzel an. Und nun sind wir frei. Ich verstehe nicht, Herrin. Ich dachte, ihr wäret überglücklich. Welches Glück soll dieser Fluch schon bringen? Wir sind immer noch untot, Schwester. Immer noch Monster. Sind wir jetzt nicht Sklaven dieser Folter? Seid gegrüßt, Lady Sylvanas. Meine Brüder und ich begrüßen eure Rolle beim Sturz von König Arthas. Ich bringe euch die förmliche Einladung, euch unserem neuen Orden anzuschließen. Varimatras, mir ging es nur darum, Arthas tot zu sehen. Ich habe keine Zeit für eure kleingeistigen Machtspielchen. Vorsicht, Milady. Es wäre unklug, unseren Zorn zu entfachen. Wir sind die Wächter dieser Pestländer. Ihr könnt mit uns herrschen oder auf der Strecke bleiben. Ich bin lange genug Sklavin gewesen, Schreckenslord. Ich opfere meine Freiheit nicht der Abhängigkeit von Narren wie euch. So sei es. Unsere Antwort wird bald kommen. Ja, wir dürfen wieder mit der Sylvanas weiterspielen. Was wir hier haben, ist eine neue Unterstützungseinheit, die Obsidian-Statue. Die hat hier momentan zwei Modi, entweder die Essenz der Verseuchung oder die Geistberührung. Geistberührung stellt Mana wieder her, Essenz der Verseuchung stellt Trefferpunkte wieder her. Momentan ist sie auf Mana eingestellt, das ist auch gut so, weil unsere Banshees brauchen Mana. So, wir haben hier eine Goldmine. Wir können hier immerhin ein bisschen was erforschen. Naja. Drei Holzfäller dürfen es schon sein. Bei den Untoten sind drei so viel wie sechs. Naja, ich kann hier nur Ghouls, Banshees, Fleischwägen und Obsidianstatuen bauen. Ich bin ganz Aber Banshees sind ja eigentlich genug, um jeden Angriff wegzumachen. Da können wir uns hier zum Beispiel ein paar Monstrositäten holen. Was haben wir hier? Rotsrotenschwellung, Klarsichttrank, Opferschädel, Heiltrank, Mana-Trank, Stadtportal, Heilung. Wer sich fragt, was ein Opferschädel macht, ich kann damit ein Gebiet mit so einer Verseuchung ausstatten. Ist sehr nützlich in Leveln, wo man etwas früh starten will und in bestimmten Gebieten einfach mal ein bisschen Verseuchung schon braucht, um was bauen zu können. Wenn man gerade keine Zeit hat, um auf eine Nekropole oder eine verseuchte Goldmine zu warten, bis sie fertig ist. Ich werde hier übrigens massenweise Banshees brauchen. Verteilen wir es halt. Forschung abgeschlossen.